Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BG Live mit dem Hago Ricci, Florian und der Händler Nico ist auch da. Hallo. Moin. Moin, 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 moin. Hago, ich... Siehst du eigentlich was? Hago? Was? Das ist eine gute Theorie, die du da hast, aber ich weiß nicht, ob das abgekauft wird, ne? Den Anhänger egal. Unten mit Bäumen auskleiden, damit es ja, mehr ausschaut. Oben machen wir ein bisschen Silage rauf und dann läuft das. Los. Ich hau das jetzt drauf, ne? Ja. So, Silage wird heute verkauft. Ich habe auch das dumme Gefühl, dass wir gleich irgendwas machen müssen. Und eine Poltergabel, Herr Händler. Dulli, wolltest du sagen. Also. Ja, Flügen geregert? Bitte alle Spieler, ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass das jetzt kommen wird. Du bist ja schon am Flügen. Ja. Wir haben die neue Pornogabel. Pornogabel, ja. Ja, die ist pink. Oh. Och, weißt du, den Händler kannst du auch vergessen, ne? Ohne Scheiß. Ja, das war dafür, das ist Dulli. Hallo, ich hab beim Einkaufen habe ich schon ganz lieb mit ihm gesprochen. Hallo, alle Saturn abstellen. Wo müssen wir jetzt hin? 68, wo ist denn das? Ich habe mir eine kleine Tribüne aufgebaut, ne? Hier. What the fuck? Wo ist denn 68? Ja, da wo sie alle Leute sind. Oh, Ballengabel. Ja, ich kann ja nirgendwo rein. Oh nee, oh nee. Ja, warte, der MB-Truck steht hier. Kannst du da rein? Was ist das hier? Jetzt sieht's. Hä? Weiß ja auch, wofür zwei Dinger. Hä? Das heißt, lass mich überlegen. Es kommt alles in den Wagen rein, wahrscheinlich. Nein, das ist Tribüne. Guten Tag. Hallo. Grüße, Leute. Wir sind alle da. Grüße. Hallo. 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 Sind jetzt alle da? Nein, und nein. Och nee. Ja. Wo ist denn Alami? Ja. Mutti. Es gibt eine ganz schöne Challenge. Das ist eine Challenge. Oh, da können wir was gewinnen, Jungs. Sehr gut. Hallo. Ballen Silage oder Ballen Stroh, ne? Sieht man ja. Ich, genau. Ich mach das nicht, ich verliere da nur, ich weiß schon, was gespielt wird. Ja, Jürgen ist auch blöd. Ich auch. Außer ich hab eh schon den ersten Aufbau aufgebaut. Echt? Um zu zeigen, was gespielt wird. Es wird heute Tic-Tac-Toe gespielt. Geil. Was für ein Ding? Kennst du das nicht? Doch, klar kenn ich das. So. Oh, da bin ich gut drin, da bin ich gut drin. Okay, cool. Bissing mal. Oh Gott. Gibt's zum Spiel grundsätzlich Fragen oder kennt sich jeder? Könntest jeder du die Regeln mal erklären? Können wir nicht vier Gewinn spielen? Wie denn? Vier Gewinn geht sich heute nicht mehr aus. Naja, ging sich aus. Müsste ich nur das Fail umwerfen. Okay, Tic-Tac-Toe. Wer gegen wen? Es beginnt das. Wer beginnt? Lassen wir doch gleich mal Team 1 beginnen gegen Team 2. Spielprinzip: 2 gewonnene aus 3 Spielen. Ja. Ach, sehr schön, wie ich da aufstellst. Müsste ich jetzt fast ein Foto machen. Okay, komm, wenn er hinten kommt. Salami. Bisschen unbequem, eure Runden. Also, ich spiele jetzt Team 1 gegen Team 2. Ja, das ist die Tribüne, Mann. Lami, du kannst unten bleiben, du darfst gleich spielen. Was? Okay. Ha, bin auch da. Hallo. Machen wir uns das lustig? Also. Ja! Spielt Team 1 gegen Team 2, dann spielt Team 2 gegen Team 3 und dann spielt Team 3 gegen Team 1. Und okay. Theoretisch haben wir dann einen Gewinner, sonst müssen wir noch eine Runde weiterspielen. Dürfen wir in den eigenen Channels gehen, um unsere Theorie auszumachen? Oder muss das hier allgemein besprochen werden? Hast du denn da für eine Taktik? Ja, weißt du, das kann. Heute geht's um Leben und Tod hier. Oben links und rechts, Mitte. Ja. So, Frage. Und ich mach's noch lustig, dass es richtig schön wird. Jeder Ball muss von einem anderen Teammitglied hergelegt werden. Wow, also nicht so. Einer spielt das Spiel durch, sondern einer legt einen Ball her, fährt dann wieder mit seinem Lader zurück und wird dann gewechselt. Dann steigt der Nächste ein und legt den nächsten Ballen auf. Also ist das überfließend oder ist das Teams abwechselnd? Jeder legt einen Ball, also Team 1 zuerst, Team 2, dann wieder Team 1? Team 1, Team 2, Team 1, Team 2, Team 1, Team 2. Das wäre auch geil. Also noch. Ja, deswegen kann ja sein, das ist einfach... Nein, nein. Das wäre kein Tic-Tac-Toe mehr. Aber
Beispielsweise, es fängt Team 1 an, da fängt an Erna, dann ist aus Team 2 Sepp, aus Team 1 dann wieder dann Hago. Und dann aus Team 2, wir sind beim Team 2. Ist auch egal. Okay, ich kann anfangen. Egal, für dass jeder in sein Channel geht. Also wir sind Team 1 Chaos. Und wir haben angefangen mit den Rundballen. Wir haben gewonnen also gerade jetzt. Jawohl. So, ich bitte jetzt noch meine Elu-Kollegen schnell das Team. Kann jetzt jeder mal kurz aus jedem Team einer probieren? Habe ich schon. Habe ich. Geht. Nico, hast du das probiert? Ja, klaro. Ja. Sehr gut. Dann wird jetzt noch schnell das Spielfeld geklärt und dann beginnen wir. Und das kann schon jeder in seinen Panel gehen. Das dürfen wir, oder? Ja. Okay, tschüss. Sonst könnt ihr auch gerne alles in den Chat reinschreiben, im Spiel, dann wissen wir alle Bescheid. Also wir sind richtig, ne? Ja, ich finde ja, ich auch. Das ist das Schöne. Ich finde die Tribüne gut. Ja, ne? Die ist richtig ganz okay. Doch, nicht drauf. Die Tribüne ist top, ja. Du musst über den Turnier da unten gehen. Ja, aber Nico spielt nicht mit, oder? Nee, Nico wäre ja top Glück. Da drin. Auch Sepp hat's kaputt gemacht. Ach, oh, nö. Ball, weiße. Ach, Mann. Wie kann man denn nur so sein, weißt du? So. Okay. Ja, auch habe ich jetzt von Nico bei der FSL gelernt. Ja. Also, wir stellen die jetzt mal so schön hin. Sepp, steig mal aus, ich stell die. Wir haben keinen Zeitdruck, also ist nicht so dramatisch. Ja, ist nicht so, als ob uns die Zeit davon laufen Nein, würde. Alles gut. Fälle ernten sich von alleine. Ja. LU, ich würde sagen, ihr bitte Pink kriegt Team 1, weil die haben schon eine pinke Poltergabel. Alles klar, ich fahre. Hago, willst du das oder nicht? Wir fangen an, alles gut. Er fängt bei uns an. So. Wieso sind bei uns ganz viele Leute, die. Wollten wir nicht alle in den euren Räumen verschwinden? Das. Ob wir eigentlich. Wir wollen nur eure Taktik wissen. Mike ist doch wieder kämmer. Taktik ist gewinnen. Ja, ihr quasi in der Scheiße. Gute Taktik. Wir rushen euch, das ist unsere Taktik. So, und jetzt ab alle in die eigenen Channels, weil sonst gibt's Haue. Na, richtig ins Gesicht. So, sind wir jetzt alle. Ja, Nico kann da bleiben, Maschira auch, okay. Ich hab ne Idee. Ich fang mal an, okay? Oh ja, das ist eine gute Idee. Du darfst deine Taktik auch gerne mit uns teilen. Ja, oder? Ich muss gucken, wo er sie hinlegt. Also ich habe, wie gesagt, meinen Teil habe ich erfüllt. Also wenn es geht, Jungs, dann diagonal gegenüber hinlegen, den nächsten Runden. Diagonal gegenüber? Ja, ich glaube, da wird Janik jetzt hinlegen. Nee, da wo er jetzt ist. Ganz gleich, ja. Das hat Spiel da wieder vorbei, weil jeder kontert jetzt immer wieder aus. Also wenn ich ihn jetzt hier unten in die Ecke packe, dann kannst du. Dann packt er ihn dahin, wo du. Dann packt er ihn dazwischen. Wenn er in die andere Ecke packt, packt er auch dazwischen und diagonal geht nicht mehr. Diagonal wäre super gewesen, ne? Ja, aber das geht immer noch. Was ist, wenn er in der Mitte anfängt? Ne? Ja, können wir auch machen. Hau den noch in die Mitte rein, weil dann müssen sie was machen. Ja, mach ihn in die Mitte, genau. Weil dann müssen sie vorlegen. Ja, das ist kein Autostack, ne? Kannst nicht mit um. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gib her den Lörris. Den Lörris. Was machen sie jetzt? Warte. Hä? Oh, das ist gar nicht dumm, was sie da machen. Das ist gut, das ist sehr gut. Du weißt, wohin, Richie, ne? Ja, dazwischen halt. Dazwischen, genau bei ihnen. Ich glaube, das wird eine Paz-Situation werden. Nein. Ja. Doch. Doch, weil sie ihn jetzt hier unter mir hinstellen. Die können schon mal nicht mehr gewinnen. Ah! Alles gut. So, die liegen jetzt dahin, da wo Yannick steht, und dann haben wir schon eine Situation, dass wir nicht mehr gewinnen können. Wir können doch gewinnen. Ja, noch, aber ja, die stellen ihn wieder in den Weg, also. Bitte bremst. Ah, fährt weiter. Ja, natürlich. Das geh weg. Ja. Bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Dann würde ich ihn jetzt direkt hinter Lami legen.
Ja, hier vorne gleich, wollen nicht so weit fahren. Ja, ist egal, wo wir hinlegen. Ist egal, deswegen. Kann eh keiner mehr gewinnen jetzt. Also doch, wir könnten noch. Ne, die können auch noch, aber dann wären wir schon echt blöd. Die können jetzt schon gar nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das wird ein Part auf alle Fälle. Ja, ja. Ja. Außer sie legen den jetzt da oben hin, aber das glaube ich nicht. Ne, wäre richtig. Also wenn sie ihn jetzt rechts hinlegen, ne, dann flippe ich hier aus. Ja, heute wäre es dran, kann ich mir das schon vorstellen. Selbst der legt ihn nicht hier vorne hin. Ja, das können wir noch legen? Nö, ne? Nö, brauchen wir gar nicht. Noch eine Runde. Ja, noch eine. Ja, das dauert ja nur. Eben sagt er jetzt. Ja, die schieben schon weg, die schieben schon weg. Das wird aber ewig jetzt so weitergehen mit Pat. Ja. Es gibt auf, eine einfache Taktik, ganz ehrlich, Jungs. Du musst in der Mitte anfangen. Nein. Nee, doch, du musst doch, nur in der Mitte anfangen. Die zwei Diagonalen haben, dann hast du das Spiel. Ich darf euch das nicht sagen. Doch, dann müssen zwei auf einmal hinlegen, oder? Aber warte mal, es hat doch geheißen, drei Spieler pro Team, also pro Match, oder? Ja, ich glaube, es ist, immer abhängig, naja. Ich glaube, dass man, dass ein Team 3 gewinnen muss. Ja, der eine ist hier schon weg, fangen wir mal ein. BO3, was soll das heißen? Achso, jetzt fangen sie an. Sepp ist Team 2, ne? Ich glaube, ihr habt das richtig verstanden hier. Jetzt sehe ich nicht mehr, wer das ist. Wer legt den da? Oh. Wer will machen bei uns? Egal. Soll ich direkt? Ja, in die Mitte? Jo. Ehrlich? Ja, mach ihn in die Mitte. Wenn er vorher runterfällt. Ah, du bist Profi. Wem ist der Roll? Ja. Du bist Profi, Richie. Roll, halt ihn auf. Der will nicht, der will in die Ecke. Wow. Du schreibst mal aus. Sag mal aus, denn. Hey, gib her. Meiner Mann, hol doch einfach die Gabel. Nee, dann rollt der Ballen weg. Nein, dann rollt der Ballen weg. Dann rollt der Ballen weg. Ah, und der ist nicht mittig. Der wird ja nicht gewertet. Bin er? Oder? Bisschen noch zurück. Lass gut sein, ist doch scheißegal. Lass doch, damit der andere jetzt mal Gas gibt. Wer fährt denn von uns? Oh ja. Den schon. Wow. Welche Assi fährt denn die Tribüne jetzt weg? Scheiße. Ja, das war richtig. Ach was, echt? Ja! Jetzt hat. Ja. Werner oder Hago? Ja, Hago kann. Ja, mach doch, ist doch egal. Machst du das oder ich? Noch weg. Gut. Das ist sowieso wieder Part-Situation. Hier unten muss. Nee, du darfst jetzt nicht falsch legen, sonst haben die anderen gewonnen. Ja, wo, sag wohin, sag wohin. Du musst den hinlegen. Scheiße, die haben eh gewonnen. Fuck! Wo haben die gewonnen? Ey, du musst hier hinlegen, hier so, hier, wo ich stehe. Warum? Ja, wenn wir die haben nicht gewonnen und ihr habt nicht gewonnen, es ist wieder Part. Das ist wieder Part. Hier drüben, hier so.
Ich nehm zwei mit. Nein, das kann man nicht machen. Nicht einfach zwei auf ein Feld, wir legen eh den letzten nicht. Verteil dich schnell. Gewonnen. Ah ne, scheiße, hier muss er hin, hier zu der Ecke. Oh, ist das doch scheißegal. Nein. Ist doch, du hast eh verloren, Richie, Mann. Nein. Wo soll ich hin? Hier. Hier so. Hier, wo ich stehe. Genau. Den woanders hingelegt hätten die alle noch gewinnen können. Safe. Ja, du, wir legen ja jetzt gleich wieder. Ja, ja. Was bringt ihm das jetzt? Wo, ist egal, wo er ihn hinlegt. Ja. Weil wer denn jetzt hier unten hinlegt? Geht nicht kaputt. Ein Taschenmesser mitnehmen. Die Säge. Ja, das geht nicht. Das bringt so nichts. Nee. Was? Sie glaube ich hat das Spielprinzip nicht verstanden, oder? Hä? Will der, dass man zwei in einer Reihe macht, oder was? Unentschieden nochmal. Nochmal. Darf ich nicht weiterfahren? So, jetzt fangen wir hier an der Kante an. Ja, lass mal einen Haarbundspruch machen. So, aber für heute sind wir fertig. Wir gucken uns am Freitag an, wie das Ganze hier ausgeht. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Kommt vor.